Im heutigen Video schauen wir uns die Nummer 3 der S-Class Heroes an, und zwar Bang Silver Fang. Bang, oder auch bekannt als Silver Fang, ist ein S-Class Hero der Hero Association und ein Martial Arts Meister. Er ist einer der wenigen, die Saitama Stärke anerkennen, und ist Teil von Saitama Stammgruppe. Er und Bomb sind die zwei größten Martial Arts Meister der Welt, trotz seiner schon 81 Jahre. Er versucht momentan neue Schüler für sein Martial Arts Dojo zu rekrutieren, so versucht er auch Saitama und Genos dafür zu gewinnen. Im Webcomic hat er seinen Ruhestand erklärt, nach dem Kampf mit Garu und der Monster Association. Bang ist schon recht alt und dementsprechend sieht er auch aus, bis auf seinen Körper, der ist so durchtrainiert, wie man es von einem Martial Arts Meister erwarten kann. Sein Charakter ist recht ernst, aber sehr ruhig, so ist er nicht ängstlich, als der Meteor auf Zed City fällt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Helden der Serie möchte er lieber bei seinem richtigen Namen Bang als seinem Heldennamen Silver Fang genannt werden. Er ist sehr bodenständig, was die Ethik des Heldentums angeht. So meint er auch, die anderen S-Class Helden seien herzlos, als sie das Desaster in Zed City ignorieren. Er ist auch der Meinung, Helden sollten dafür gerade stehen, was sie tun. Und sie sollten damit klarkommen, dass nicht alle sie feiern. Als sein Schüler Charanko Saitama konfrontiert und sagt, wie toll sein Meister sei, wird Bang sauer, schimpft Charanko aus und sagt, Saitama wäre viele Male stärker als er selbst. Möglicherweise, weil er seine ganzen Schüler an Garu verloren hat, sucht Bang ständig nach neuen Schülern, die ihn übertreffen könnten. Nachdem er sagte, dass er nicht möchte, dass der Meteorit auf Zed City fällt, weil dadurch sein Dojo kaputt gehen würde, demonstrierte er seinen Special Move, den Water Stream Rock Smashing Fist an Genos, um zu bemerken, dass Genos schon längst abgehauen ist. Später versucht er Saitama und Genos für sein Dojo zu rekrutieren. Da er sehr nobel und moralisch handelt, erntet er viel Respekt von den anderen Helden. Bang macht sich sehr große Sorgen um seinen früheren Schüler Garu. Er hat Angst davor, dass dieser ein Monster werden könnte. Doch Bangs Charakter ändert sich, wenn er sauer wird. Er spricht dann weniger, sein Kampfstil wird schwächer, da er sich nicht mehr auf einen mächtigen Schlag konzentriert, sondern einfach nur wild herumfuchtelt. Als Nummer 3 der S-Class Heroes ist Bang extrem stark. Er ist der stärkste Martial Arts Meister und hat als Lehre seinen Special Move Water Stream Rock Smashing Fist an seinen früheren Schüler Garu weitergegeben, wodurch er selbst extrem stark wurde. Selbst nach Garus Power Boost, wo verschiedene S-Class Heroes ihre Probleme hatten, war Bang trotzdem in der Lage, ihn schwer zu verwunden. Garu selbst hat mal gesagt, dass Demon-Level-Monster wie Bug-God oder Royal Ripper nichts im Vergleich zu seinem Meister sind. Bang ist selbst in der Lage dazu, mehrere Dragon-Level-Monster zu töten, ohne irgendwelche Probleme. Eine Sache, die nur wenige S-Class-Heroes und Saitama können. Mit seinem Körper und seinen Martial-Arts-Fähigkeiten ist er einer der stärksten Close-Combat-Fighter innerhalb der Hero Association. Im Webcomic konnte Bang Super Alloy Darkshine mit Leichtigkeit besiegen in einem Sparring-Match, obwohl Darkshine die stärkere Physis hat. Und dazu müssen wir uns noch überlegen, dass Bang schon lange draußen ist aus seiner Hochzeit. Was für ein Monster war er in seinen jüngeren Jahren? Bang hat eine immense Stärke, so konnte er Meteoritenfragmente mit bloßer Hand zerstören und sogar die Rüstung von Elder Centipede zusammen mit seinem Bruder Bomb. Das haben selbst Metal Knights Raketen und Metal Bat Schwinger nicht geschafft. Er ist zudem auch extrem schnell und hat starke Reflexe. Er ist bestätigt schneller als Metal Bat, Puri Puri Prisoner und auch Atomic Samurai, welcher selbst ja schon extrem schnell ist. In einem Sparring Match mit Metal Bat konnte Bang alle Schwünge von ihm abwehren und ausweichen mit Leichtigkeit, wohingegen Metal Bat ja langsam etwas erschöpft wurde. Sein Körper ist auch extrem widerstandsfähig. So hat er einen direkten Treffer vom Melsagard überstanden, ohne weitere Verletzungen. Dieselbe Attacke hat dem A-Class-Ranked-2-Helden Ia Ian den linken Arm gekostet. Zudem hat Bang wohl einen sechsten Sinn, immerhin kann er die Präsenz von anderen spüren. Bang ist ein Meister des Martial Arts. Er wird als Martial Arts größten Schatz bezeichnet. Trotzdem ist er vermutlich schwächer als Awakened Garu. Und bei seinem Bruder Bomb wissen wir letztlich nicht, welche Technik superior ist. Bangs Water Stream Rock Smashing Fist ist deutlich effizienter und präziser als die von Garu. Super Alloy Darkshine selbst sagte nach einem Kampf mit Garu, im Vergleich zu Bang sei Garus Technik noch weit weg davon, perfekt zu sein.
Garou muss sich anstrengen, um seine Technik zu verwenden. Aber für Bang ist es schon ein Teil seines Selbst geworden. Bangs Special Move, der Waterstream Rock Smashing Fist, ist eine Fähigkeit, wobei seine Fäuste alles angreifen, was in einen bestimmten Bereich eindringt. Er ist damit auch in der Lage, Angriffe abzuwehren. Bang selbst erklärte es folgendermaßen: Man führt den Gegner an der Nase herum, indem man sich bewegt wie ein ruhiger Strom. Nur um ihn zu finishen mit einem Schlag, stark genug, große Felsen zu zerstören wie ein reißender Fluss. Andeutend, dass es ähnlich wie Tai Chi ist. Seine Fähigkeit Waterstream Encampment lässt einen Bereich mit seinen Händen entstehen, wo seine Fäuste alles zerstören, was versucht einzudringen. So beschützte er Genos vor den Meteoritenfragmenten. Dann hat er noch seinen Instantaneous Effect, bei dem Bang auf seine Gegner springt mit einer speziellen Fußtechnik und sich dann elegant und schnell bewegt, als würde er fließen wie ein Fluss. Dann verwirrt er die Gegner mit einer Finte, um sie dann mit einer durchdringenden Attacke zu vernichten. Bei Fangs Interpolation benutzt er seine Fingerspitzen, welche härter sind als Stahl, um die Schwachpunkte seiner Gegner zu treffen. Dann hat er noch seine Fähigkeit Abandonment, bei der er ausatmet und somit unterbewusste Restriktionen entfernt, sowie seinen Überlebensinstinkt, ähnlich wie Son Gokus Ultra Instinct. Damit verstärkt er nochmal seine Kraft, Geschwindigkeit und anderes. Und zu guter Letzt noch seine Whirlwind Water Stream Roaring Aura Sky Ripping Fist. Bei der kombiniert er die Whirlwind Iron Cutting Fist und die Water Stream Rock Smashing Fist. Natürlich führt er diese Attacke mit seinem Bruder Bomb, dem Meister der Whirlwind Iron Cutting Fist, aus. Beide rotieren ihre Hände und schlagen so mit einer massiven Aura auf den Gegner ein. Diese Fähigkeit war stark genug, Elder Centipede zu besiegen. Jedoch sagen sowohl Bang als auch Bomb, dass sie diese Technik nur einmal per Kampf machen können, da diese Technik sehr anspruchsvoll für ihre alten Körper ist. Im Webcomic gibt es noch eine weitere Fähigkeit, und zwar die Secret Combination Cross-Rank Dragon Slayer Fist, bei der Bang und Bomb mit ihren jeweiligen Special Moves auf den Gegner einschlagen. Diese Technik ist sogar noch stärker als der Whirlwind Water Stream Roaring Aura Sky Ripping Fists. Mann, sind die Namen kompliziert. Auch Bang wurde natürlich von der Hero Association bewertet, wobei sein Schwachpunkt bei seiner Intelligenz liegt und seine größte Stärke die Power ist. Insgesamt wurde er mit 66 Punkten bewertet und somit eigentlich sogar einen Punkt höher als Tatsumaki, welcher aber einen Rang höher ist als er. Old Man Gone Wild. Das war Bang Silverfang. Schreibt mir eure Meinung zum Charakter doch in die Kommentare. Im nächsten Video werden wir dann über Kamikaze Atomic Samurai sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like oder ein Abo. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.